So, und da sind wir bei der nächsten Folge Fallout 4. Ich habe mich jetzt nochmal ein bisschen umgeguckt, wie das Warten hier jetzt nur genau funktioniert. Und siehe da, da, ich hab's gefunden. Dann warten wir jetzt mal bis. Genau. 6 Uhr. Hat von der Zeit einfach auch gerade perfekt gepasst. Da muss ich tatsächlich hinsetzen. Schnell speichern. Was, Travis? Ach, und die Leute hier. Ich leg mal schon meine Waffe ab. Nicht, dass ich mich wirklich irgendwie prügeln muss. Worum geht's denn? Vielleicht gefällt mir dein kleines Radioprogramm nicht. Was sagst du jetzt? Wo? Hey, Oh, Kumpel. was ist los? Du bist. Bist kein so harter Kerl mehr, wenn du nicht mehr auf Sendung bist, was? Alles in Ordnung? Sieht es denn so aus? Denn es ist nicht alles in Ordnung. Ich weiß. Ich weiß wirklich nicht, was ich getan habe, um sowas zu verdienen. Ich will einfach, dass sie verschwinden. Warum gibst du ihnen nicht ein wenig Kontra? Nein! Ich meine, nein! Das wäre schlecht! Bei den Männern könnte das, nun, es könnte zu Gewalt führen. Keine Sorge, ich helfe dir. Naja, wenn du denkst, dass wir das schaffen. Du hast Mumm, Kleiner. Mehr braucht es nicht. Okay. Das reicht. Entschuldigung, hast du gerade was gesagt? Ich hab gesagt, es reicht. Lasst mich in Ruhe. Seht ihn euch an. Lass mich mal eine Sekunde nachdenken. Nee, ich glaub nicht. Ich mein's ernst. Lasst mich in Ruhe. Klingt, als wolltest du mir drohen. Ist das so, Travis? Wolltest du mir drohen? Ich frage mich, wie die Drohung ausgesehen hätte. Was willst du machen, kleiner Mann? Ich hau euch um! Großer Fehler, Travis. Jetzt mache ich dich und deinen Kumpel da platt. Das ist eine dermaßen schlechte Idee. Verpiss dich, Kumpel! Verschwinde! Travis. Oh Mann! Es tut mir unheimlich leid. Ich meine, ich will nicht sagen, ich hab's dir doch gesagt. Aber irgendwie habe ich dir doch gesagt, dass das so enden würde. Hey, ist schon okay. Du hast immerhin dein Bestes gegeben, oder? Hab ich das? Ich meine, ja, klar, sicher. Ich schätze, ich hab's versucht. Ich werde jetzt gehen, aber danke. Danke für, naja, dass du zu mir gehalten hast. Aufgepasst. Schieß los. Wobei kann ich dir helfen? Was meinst du? Nach dir. Okay. Das ist erstmal alles. Verstehe. Aber der Typ, ey. Was? Ich hab zu tun. Okay, nicht ganz das, was ich erwartet hatte. Aber damit können wir uns jetzt nicht aufhalten. Bereit für den nächsten Teil des idiotensicheren Plans? Kommt drauf an, was es ist. Ist nett und einfach. Du hast Scarlett gesehen, ja? Sie arbeitet hier schon eine Weile. Ich bin zwar nur ein einfacher Barkeeper, aber ich sehe Sachen. Ich sehe zum Beispiel, wie Travis sie anschaut. Und ich sehe, dass sie ihn manchmal anschaut. Wenn jemand, der nicht ihr Arbeitgeber ist, ihr vorschlägt, dass sie etwas Zeit mit Travis verbringt, würde ihm das sicher gut tun. Ich könnte mal mit ihr reden. Ja, ich weiß. Deshalb habe ich dir auch davon erzählt. Tu einfach, was nötig ist, damit sie sich mit Travis trifft. Und sich die ganze Sache hier auch lohnt. Und wir beide haben uns nie darüber unterhalten, ja?
Scarlet. Okay, die ist irgendwo draußen gerade. War doch die, die hier gefegt hatte, glaube ich. Oh Gott, ist die weit weg. Hab gehört, du hältst Diamond City für einen Rostkübel. Tja, wenn's dir nicht gefällt, musst du ja nicht bleiben. Natürlich ist es ein Rostkübel. Heißt ja nicht, dass ich es nicht mag. Scarlet. Ich mach grad Pause. Tut mir leid, wenn ich dich gestört habe. Kein Problem. Ich mach grad Pause. Kann ich dich was Persönliches fragen? Es geht um Travis. Travis? Wirklich? Hat er was über mich gesagt? Ich habe von dem Kampf gehört. Travis war wirklich tapfer. Ja, total. Du solltest ihn mal besuchen. Meinst du? Das war so überzeugend. Vielleicht. Nein, ich kann nicht einfach zu ihm rübergehen. Ja, na klar. Warum bist du so nervös? Was soll denn schon groß passieren? Glaub mir, ich kann mir da schon einige ziemlich schlimme Dinge vorstellen. Hey, ich bin einfach noch nicht bereit dazu, okay? Hey, Travis ist ein netter Typ. Und ich merke doch, dass du ihn magst. Ich glaube, er mag dich auch. Also rede doch einfach mal mit ihm. Okay, ich mach's. Ich gehe gleich zu ihm rüber. Danke. Darf man hier ernten, ohne dass man eine auf den Sack kriegt? Mal gucken. Was immer es ist, ich will nichts damit zu tun haben. Ja, komm on. Nice. Oh ja, die 10 Felder ernähren bestimmt. Du bist ein Niemand, kapiert? Hi. Red nicht mit mir. Das könnte Aufmerksamkeit erregen. Du mich verarschen, ey. Klar, wenn ich hier nicht wohne, bin ich ein Niemand. Was bist du denn? Du Untermensch. Geh zu Travis jetzt. Na, dann unterhalten sich die zwei mal ein bisschen. Hier gibt's nichts zu sehen. Ja, ja. Ach, da macht er gerade sein Abendessen oder so. Cool, dass die sich da auch jetzt so ein bisschen so beim Innen hinsetzen und essen und sowas. Ich finde das cool. So, einfach so kleine Feinheiten auch immer. Ich mag das total in solchen Games. Du wirst dich schon daran gewöhnen, dass die Diamond City Sicherheit nutzlos ist. Ignoriere sie einfach so wie ich. Becky, Fallon. Brauchst du neue Kleidung? Dann schau mal bei Fallons Keller vorbei. Haben tagsüber geöffnet. Warte mal, Fallon, war das nicht hier bei Blavsky? Das ist schrecklich. Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Er hat Blödsinn gemacht und sieh nur, was jetzt passiert ist. Was ist denn jetzt wieder? Ich kann das nicht. Du musst mir helfen. Wovon redest du? Ich rede von Vadim. Sie haben ihn entführt, diese Männer, die das mit Travis veranstaltet haben. Sie kamen wieder und meinten, dass Vadim ihnen Geld schuldet, dass sie einen Deal hatten. Er wollte nicht zahlen, also haben sie sich ihn geschnappt und meinten, dass sie schon dafür sorgen würden, dass er zahlt. Und dann haben sie ihn einfach nach draußen geschleppt. Du musst was tun. Bitte sag mir, dass du was tun kannst. Ich hole ihn zurück, Yefim. Darauf kannst du dich verlassen. Bitte bring ihn einfach nur zurück. Er ist ein Idiot, aber er ist mein Bruder. Ich würde dich ja begleiten, aber jemand muss hier bleiben. Sprich mit Travis. Vielleicht weiß er, wo sie ihn hingebracht haben. Läuft völlig aus dem Ruder, ja. Aufgepasst. Ich bin ganz Ohr. Nick, alles in Ordnung? Brauchst du was? Was meinst du? Tut mir leid, hast du was gesagt? Hin und wieder überkommen mich Erinnerungen an Nicks altes Leben. Der Kerl war echt oft in Sandwichläden. Oh, nichts. Verstehe. Nicht in Donutläden? Als Polizist, Amerika, Polizist, Donut. Also hier ist ja was los, also ist mal was anderes hier. Ich laufe ja einfach nur hin und her. Ich hoffe, du hattest auf dem Weg hier keine Probleme. An der Brücke über den Fluss lauern oft Supermutanten. Jo. Ich soll nicht mit Leuten reden, die ich nicht kenne. Ja, ja. Meine Freunde sagen, dass Fremde stinken, aber du stinkst gar nicht. Ach nein, willst du mal unter meinen Achseln riechen?
Welcher Zeit? Jetzt weiß ich wenigstens die Taste. Hey, hallo. Was geht's? Hast du Vadim gesehen? Er wurde im Dugout entführt. Und Yefim dachte, du weißt vielleicht, wo Bull ihn hingebracht hat. Was? Das ist echt kein lustiger Witz. Echt nicht. Ich mach keine Witze, Travis. Das ist ernst. Und ich brauche wirklich deine Hilfe. Moment. Echt jetzt? Oh Mann. Wow. Ist das... Das ist wegen dieser Sache, oder? Es ist... Das ist meine Schuld. Nein, Travis. Das ist eine Sache zwischen Vadim und diesen Männern. Es ist nicht deine Schuld. Aber wenn ich nicht gegen sie gekämpft hätte, wäre das vielleicht nicht passiert. Mach dich deshalb nicht fertig, Kleiner. Sonst kippst du uns noch irgendwann um. Pass auf. Ich hab nicht allzu viele Freunde. Wenn Vadim verschwunden ist oder in Schwierigkeiten steckt, dann werde ich helfen, ihn zurückzuholen. Okay, mir ist jede Hilfe willkommen. Gut. Ich wollte nämlich nicht mit dir darüber diskutieren. Ich hab genug mitbekommen, um zu wissen, dass sie vermutlich in der alten Beantown-Brauerei hocken. Wir müssen dahin und ihnen zeigen, dass wir es ernst meinen. Und dann holen wir Vadim zurück und alles wird gut, oder? Ich besorg mir eine Waffe. Wir treffen uns da. Und dann bringen wir das zu Ende. Er wird langsam mutiger. Hey, Scarlett. Ich mach grad Pause. Travis. Ich muss mein Zeug zusammensuchen. Wir treffen uns da. Alles klar. Wird langsam mutiger. Darf ich auch raus? Danke. Aber scheinbar mache ich mit... Bis da oben, okay. Also scheint da ja auch irgendwas im Argen zu sein. Vielleicht ist das auch alles noch so ein bisschen eingefädelt und so weiter. Damit der Travis noch mutiger wird und so weiter, aber... Na, mal gucken. Hallo. Ehrlicher als Landwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Scheint wirklich was zu werden. Okay, da lang. Was so ein schöner, leckerer Hirnpilz. Okay, hier irgendwo. Beantown-Brauerei, hier war ich auch noch nie. Okay, interessant. Hier ist Travis. Oh, Gott sei Dank. Du bist da. Also, jetzt ist es soweit. Wenn sie Vadim haben, dann ist er vermutlich drin. Uns passiert doch nichts, oder? Behalt einfach einen kühlen Kopf, okay? Denk nicht zu viel drüber nach. Okay. Ja, klar. Sicher. Irgendwelche... letzten Ratschläge? Ich habe sowas noch nie gemacht. Bleib einfach ruhig. Dreh da drin nicht durch. Okay. Ruhig bleiben. Das kann ich. Okay. Können wir jetzt da rein, bevor ich völlig die Nerven verliere? Okay, ich werde aber nicht direkt schießen, natürlich. Ich glaube aber, es wird zu einer Schießerei kommen. Aber wieso haben sie die Schläger dann nicht bezahlt? Normalerweise hätten sie die wieder bezahlen müssen, weil die waren ja bei der Aktion dabei.
Geschmäcker sind wohl wirklich verschieden. Luft ist rein, denke ich. Oh, was ist das denn für ein Gestank? Was sagst du, Hio? Es ist nichts mehr. Man kriegt ja eindeutig sehr viel an Flaschen. Oh, erstmal Bowling mit Glasflaschen gespielt, warum nicht? Travis, leg los. Hat er sich gerade selber hochgesprengt oder was? Okay. Oh, da hat hier eine Falle ausgelöst. Ja, Vollidiot. Sag mir bitte, dass wir hier drin nichts finden müssen. Das könnte eine Weile dauern. Hier drüben! Ich glaube, wir sind nicht allein. Wenn man vom Teufel spricht. Das wird rot. Ohoho. Warum stirbst du nicht endlich? Weil du jetzt gleich richtig was abkriegst, mein Freund. Alter. Wert. Ich war mit. Na, dann war das wohl doch echt. Oben sind noch irgendwie welche. Man kann immer Geld machen mit Leuten. Ich könnte dieses Terminal wahrscheinlich zum Reden bringen, wenn du nicht fragst. Nee, das mache ich mal selber. Bevor wir den befreien, erstmal easy. Nö, ich gehe erstmal hier dran. Sure. Ein Treffer. Nein, kannst du sein. Ja. Easy. So. Probleme. Die Crew wird langsam nervös, haben zwar noch jede Menge Bier, aber das Essen wird langsam knapp. Hab Sparta und ihre Crew aus dem AADTSL losgeschickt, um was zu finden, aber wenn wir nicht bald was Essbares auftreiben, werden die Jungs abhauen. Das statische Vorratslager wäre die beste Lösung, auch die Eltern von Lily und Red Turret haben den Schlampen wohl nie beigebracht, dass man seine Sachen mit anderen teilt. Wenn wir nichts von Sparta hören, werden wir bald einen Angriff wagen müssen. Habe Scheiße gebaut. Wir haben versucht, das Lager zu stürmen, aber Lily, Red und ihre Crew haben sich da wie Zecken festgesetzt, haben die Hälfte meiner Männer erledigt, bevor wir abhauen konnten. Drake und Hook konnten immerhin ein paar Geiseln nehmen. Vielleicht können wir gegen ein paar fancy Letzkuchen eintauschen. Immerhin brauchen wir jetzt nicht mehr so viel zu essen. Jackpot! Lily, scheiße, das ist Lily. Die Schlampe würde ich überall wieder erkennen. Drake hat die Geiseln vom Überfall in mein Zimmer gebracht und als ich Lily gesehen habe, wusste ich, dass alles gut wird. Jetzt wird Red einen Deal mit uns eingehen müssen. Es sei denn, sie hätte ihre Schwester gerne in ein kleines Stücke zurück. So viel Essen. Ich habe noch nie so viel Essen gesehen. Als ich ihr gesagt habe, dass wir ihre Schwester haben, dachte Red, ich verarsche sie nur. Aber ein Brief von der kleinen Schwester brachte da schnell Klarheit. Jetzt kommen massenweise Kisten an und? Rekruten, wenn das so weitergeht, können wir uns dieses Jahr noch Corvega oder DB Tech vornehmen.
Scheiße. Scheiße, wie konnte sie entkommen? Ich habe die Schlampe am Boden festgekettet. War noch halb am Schlafen, als sie mich angegriffen hat. Da dachte ich, ich würde auf ihr Bein zielen. Scheiße, sie. Jetzt ist überall Blut. Ich muss das hier sauber machen und die Leiche irgendwo deponieren. Das darf keiner wissen. Wenn Red erfährt, dass ihre Schwester tot ist, wird sie uns einen Scheißdreck geben. Problem gelöst. Heute ging ein Gerücht über eine fette Karawane rum. Die ganze Crew ist los, um sie sich zu schnappen. Nur ist sie leider nie aufgetaucht, weil es sie gar nicht gibt. Während alle unterwegs waren, habe ich Lili in einem der Fässer deponiert. Ich glaube sogar, dass sie den Geschmack verbessert hat. Damit wäre schon mal ein Problem gelöst. Aber die Gang ist tot, falls wir nicht weiter Lebensmittel geliefert bekommen. Und das heißt, Lilis Briefe müssen weiter rausgehen. Ich sollte mich wohl mal nach Stiften umsehen. Frau Vega, scheinbar hat jemand Jared ausgeschaltet. Ich habe den kämpfsüchtigen Bastard zwar gehasst, aber er war echt kein Waschlappen. Wir brauchen mehr Knochen. Das wegen mir war, weil ich war ja an dieser Corvega-Dings. Und einer hat gefallen. Danke. Ich wusste nicht, ob jemand kommen würde. Ich dachte, dass das vielleicht das Ende ist. Danke. Das vergesse ich dir nie. Gern geschehen, Vadim. Wir hätten dich doch nicht diesen Typen überlassen. Du bist ein guter Mann. Diese Idioten haben Kronkorken und Camps einfach rumliegen lassen. Sie haben es nicht gemerkt, als ich mir die Taschen vollgepackt habe. Hier, das Zeug hast du dir verdient. Und Travis, ich bin überrascht, dich hier zu sehen. Hey, Vadim. Ich bin froh, dass du uns hier bist. Wie bist du denn in diese Sache reingezogen worden? Keiner hat mich dazu gezwungen. Ich wollte helfen. Du steckst voller Überraschungen, mein Freund. Mann, was für ein Tag, was? Hey, ich wollte mich noch bei dir bedanken. Das hier war... Nun ja, es war völlig verrückt. Aber ich glaube, ich habe einiges dazugelernt. Du hast die Schnauze voll von dir. Das freut mich für dich. Danke. Du hast dich echt ganz schön gemacht, Kumpel. Wenn ich nach all dem an die Sachen denke, vor denen ich früher so viel Angst hatte, dann wirkt das jetzt irgendwie albern. Verstehst du? Ich hatte immer Angst, meine Sendung im Radio zu machen. Aber das ist nichts im Vergleich dazu, verprügelt und beschossen zu werden. Ich kann so viel mehr aus meinem Leben machen. Und das werde ich auch. Wie dem auch sei. Danke nochmal. Ich schulde dir was. Nice. Okay. Na schön, dann hat er jetzt auf jeden Fall wieder Selbstvertrauen. Cool. Geschafft. Entschuldigung? Ich glaube, der ist einfach nur versteinert gerade. Aufgepasst. Mal sehen, was ich tun kann. Alles in Ordnung? Brauchst du was? Nö. Was meinst du? Was meinst du? Ich war noch nie der große Trinker. Schmeckt wie Batteriesäure. Hab mich schon immer gewundert, ob das eine Fehlfunktion ist. Was? Was meinst du? Das Commonwealth kann einen... Na gut. Das war alles. Gut. Ich dachte, okay. Er sagt noch was dazu. Ich glaube, der Travis steht jetzt gerade einfach nur hier rum. Ich hoffe, das bleibt nicht so. So, gucken wir uns auf jeden Fall mal hier unten um. Hier habe ich ja auch noch jemanden abgeknallt. Und sicherlich gibt es hier noch mehr zu looten.
Genau so. Ach, schön. Und die haben wir gleich wieder weg. Zack. Laterne. Noch mehr Glas. Na, gib her. So, hier bestimmt noch irgendwo Zeug übersehen. Ich hab was gehört. Ernsthaft? Ist das dein Ernst? Gut gemacht. Ist das dein Scheiß Ernst? Jo, da steht einer mit einer Flinte. Den boxe ich mal. Warum nicht? Kann man mal machen. Oh, hat sich auch schon wieder vom Blut hier gelohnt. Jet. Haben wir noch eine Tür zum Entspannen? Wie schön. Ich wusste doch, dass ich vorhin das Kakerlaken gehört hatte. Hey, dachte ich hätte was gesehen. Hey, hast du dir eingebildet? Ein Terminal, gucken wir uns den mal an. Daten für Q1. Daten beschädigt. Daten für Q2. Beschädigt. Daten beschädigt. Prognose für Q4. Die Kapitalausgaben für das ganze Jahr werden jetzt schätzungsweise höher als die im Vorjahr. Dank Budgetkürzungen und einer reduzierten Qualitätskontrolle des Produkts sowie einer Erhöhung des Verhältnisses von Wasser zu Stammwürze. Also schon wieder, wir machen einfach mal mehr Wasser anstatt Bier rein, werden die Leute schon nicht merken. Die Markenführung hat außerdem erhöhtes Marketing von Bunker Hill Brew bei niedrigeren Einkommensstufen angekündigt, die bekanntermaßen mehr verfügbares Einkommen für Bio- und Malzgetränke ausgeben. Das Bruttoergebnis wird 2078 voraussichtlich noch einen guten Teil steigen. Oder auch nicht. Okay. Also haben die hier auch wieder einfach mal irgendwas reduziert. Wann war hier das letzte Mal eine lebende Seele? Hier drinnen wahrscheinlich schon länger nicht mehr. Ach, die habe ich von hier. Ah ja, wo ich nämlich hier unten war. Dachte ich schon, hey, wo sind denn hier Kakerlaken? Ja. Alles klar. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir mal die andere Quest noch für Nick. Der goldene Grashüpfer. Das war da irgendwo hin. Old Corner Bookstore, warte mal. Stimmt, das waren die Dinger, die ich aufgedeckt hatte, bevor ich zur Burg bin. Den muss ich unbedingt noch untersuchen. Da muss ich unbedingt mal noch gucken, was da abgeht. Schauen wir doch mal, was im Bookstore so ist. Level 29. Warte mal, hatte ich jetzt schon geskillt? Ich glaube nicht. Leg grad. Zwei Level schon wieder. Mann, ey. Ich achte da nie drauf.
Und den regenerieren sich jetzt 50% schneller. Ne, das nehme ich nicht, weil ich will keine Intelligenz haben. Kannst effizienter angreifen. 5% Steigerung der Trefferchance und des bei Watz-Zielen verursachten Schadens. Also 5% mehr Treffer und auch mehr Schaden. Wisst ihr was? Komm. Dann haben wir es auf dem Maximum. Dann sollte das mit dem Überreden inzwischen sehr, sehr einfach sein. Zack. Charisma 10. Was ist denn der Level 10? Fähigkeit. Ödland auf Flussäure. Meistere die postapokalyptische Welt. Ziel mit deiner Waffe eine Ödland-Kreatur mit einem niedrigen. Achso, das war das mit dem Rügen. Was war das hier? Zeit einzuzeigen, welcher der Boss ist. Ziel mit einer Waffe einen menschlichen Gegner. Rügen. Naja, gut. Okay. Ist ganz interessant jetzt, aber. Verbessert Preise beim Handeln. Das ist natürlich auch geil. Kann ich alles richtig schön teuer verkaufen. 3i. Oh Gott. Das gehört irgendwie zu diesen Dings da. Das ist doch dieses komische Rätsel. Der Old Corner Bookstore war ursprünglich eine Apotheke, die nach dem großen Feuer von 1711 eröffnet wurde. Zuvor gehörte das Land Anne Hutchinson, der umstrittenen Puritanerin, die wegen ihrer ketzerischen Ansichten und Predigten exkommuniziert und aus Massachusetts verbannt wurde. In der Mitte des 19. Jahrhunderts beherbergte der Old Corner Bookstore das führende Verlagshaus Ticknor & Fields. Es veröffentlichte Werke von Größen wie Charles Dickens, Ralph Waldo Emersons, Nathaniel Hawthorne, Henry Wadsworth Longfellow, Harriet Beecher Stowe oder Beecher Stowe und Henry David Thoreau. Viele von ihnen besuchten auch regelmäßig das Verlagshaus. Okay. Interessiert nur heutzutage niemanden mehr, würde ich sagen. Gehen wir hier mal rein. Interessant. Bin ja doch locker nicht alleine. Hier sind doch bestimmt Ghule oder sowas drin. Ah, verbrannte Bücher. Ist alle verbrannt. Du magst Antiquitäten, nicht wahr? Allgemein muss ich ja sagen, die letzten. Hier, versteckt. Allgemein, die letzten Überredungsversuche liefen ja echt gut, ey. Und. Hier scheint kein Gegner zu sein. Besten Packs. Wie haben wir denn eigentlich inzwischen? Krass. Irgendwie verstehe ich noch nicht so richtig den Sinn dieses Gebäudes gerade. Vielleicht ist hier irgendwann mal eine Quest oder so. Und hier irgendwas suchen soll. Sonst sehe ich hier gerade nicht wirklich, was man hier sonst machen kann. Hier vielleicht. Oh, warte mal. Finanzbezirk.
Oh nein. Etwa wieder abgestürzt. Oh Gott, bitte nicht. Oh Gott sei Dank. Seitdem das jetzt das eine Mal schon passiert ist, habe ich jetzt immer die Befürchtung. Raider. Oh, legendärer Raider schon wieder. Was war das? Naja, hol dir einen Stimpack mal rein, Fräulein. Hast recht, ist bald alles vorbei. Mach dir keine Sorgen. Ich will auf jeden Fall. Nick! Gut. Oh! Ach nee, das ist ja gar nicht Nick! Oh! Ich dachte gerade, das ist Nick. Weil ist das gar nicht Nick. Was weg? Na noch da. Ah, da wackelt er mehr hin und her, wenn man jetzt einen verletzten Arm hat. Die finden wir schon. Hm? Hey, da sind sie wieder. Ich glaube, mich eh nicht. Die haben sich wohl anders überlegt und sind geflohen. Dachte ich erstmal, dass es Nick ist, derweil rennt mir so ein scheiß Typ vor der Flinte rum, ey. Hast dich verpisst, was? Ja. Boah, meine Framerate bricht gerade wieder übelst zusammen. Das ist aber, glaube ich, langsam, glaube ich, liegt es hier so ein bisschen an der Stadt. Noch immer wieder AP. Dann mach ich's kurz und schmerzlos. Bin für dich. So. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Überall Krieg hier, ey. Nichts mehr zu sehen von ihnen. Irgendwas stimmt da nicht. Hey, lass uns was essen. Ich bin am Verhungern. Du kannst essen, wenn ich sicher bin. Alter, da hast du richtig gesehen, wie die Augen rumfliegen. Schöner Gesichtszerschmelzer, ja. So, wo hab ich denn jetzt den legendären Raider wieder abgeknallt? Ich grad gar nicht, das war doch. Das kenn ich irgendwo. Untergeballert oder was? Wir wissen, was der hatte. Oh ja, die. Wo habe ich jetzt den legendären Raider abgeknallt? Und? Ist der jetzt wieder verreckt, ey? Wieso verschwinden immer diese legendären Raider? Wenn ich hier was looten will. Wieso immer die? Das war bei diesem scheiß Steinbruch schon das gleiche. Wo liegt denn der jetzt? Kann doch nur irgendwo hier sein, weil so weit hinten war der ja nicht. Das hier war das MG. Da liegt auch nicht rum. Vielleicht irgendwo. Auch nicht. Boah, das gibt's doch nicht, Mann. Ich wollte wissen, was der hat. Kommt der irgendwie hier vor? Hier vielleicht doch irgendwo. Nee, das war der. Das war die alte, die mich angegriffen hatte.
Was, weg? Ja, selber weg? Was denn hier irgendwo abgeballert haben? Ich das auch reingegangen, aber ich glaub's bald nicht. Also in den Neon hier scheint immer 50 Grundgurken zu sein. Okay, doch nicht immer. Aber voll oft irgendwie habe ich das Gefühl. Das ist schon krass, ey. Die Grundgurken, du da kriegst. Auch nicht. Hallo? Ich habe wirklich keine Ahnung. Und meine Framerate wahrscheinlich noch mit dem Regen hier zusammen. Ohohoho. Tja, keine Ahnung. Vielleicht ist er wirklich reingegangen. Ich weiß es nicht. Hier ist zumindest nicht. Keine Spur von dem Legendären. Das ist doch bestimmt. Ach jo, den hat's komplett aufgelöst, deswegen. Ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet. Resident und durch Meyerlux und Insekten verursachten Schaden um 15%. Nützt ihm ja jetzt nicht mehr viel. Nö, so wie der aussieht hier. Okay. Also, ja, klar, das Auflösen mit der Waffe ist ja wirklich anders. Ja, das kugelt ja nicht mal mehr, das ist irgendwie dieses Blaue, da lösen die sich so bläulich auf. Bei Sündwaffen und bei einer richtigen Laserwaffe glüht das ja dann noch, dann... Deswegen habe ich da nicht so drauf geachtet. Ich dachte das einfach, dass das hier so Bodendeko ist. Krass, krass. Okay, dann beende ich mal die Folge hier und sage danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge bei dem Geruckel hier. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.